So, moin moin, ich bin es mal wieder, eure Grace Natural. Heute nochmal mit einem neuen Vlog am Stisselpopissel. Und zwar heute mache ich nochmal einen kleinen veganen Kochvlog, meine Damen und Herren. Und ich will euch gerade mal kurz mal zeigen, was es heute bei mir so Feines gibt. So. Bei mir gibt es heute, und zwar vegetarische Schnitzel aus Soja mit Gouda, dazu selbst aufgebackelter Wechsel oder Semmel oder whatever, wie man das auch betiteln möchte. Dazu gibt es Gemüse, dazu gibt es dann auch noch Zwiebelscham. Ja, und die Zwiebelscham, die werden nachher klassisch gebraten. Und das gibt's heute bei mir. Und ich hoffe, dass das Essen heute auch wunderbar schmecken wird. Und dann sehen wir uns gleich beim Kochen wieder. So, herzlich willkommen in dem Timelab von dem Kochzyklus. Wie ich schon bereits angekündigt habe beim Zeigen, gibt es heute vegane Cordon Bleu mit aufgepackten Semmel und Gemüse dazu. Und ich wollte euch mal dazu ein bisschen begleiten, so nebenher, akustisch, während ich euch dazu ein bisschen was erzähle. Und nicht nur einen Timelapse laufen lassen und so meine Gedanken euch dazu gerade mal ein bisschen erzählen, was ich so dabei denke. Was ich zum Beispiel beim Frischkochen unglaublich schön zum Beispiel finde, ist, dass man sich zum Beispiel schön dabei austoben kann, geschmacklich von den Zutaten, USW etc. Und das ist das, was mir zum Beispiel beim Kochen unglaublich gefällt. Und was ich zum Beispiel auch immer sehr gerne mache, wenn ich zum Beispiel auch am Kochen bin, ist zum Beispiel die Zwiebeln, Speck und Kokagé schön groß oder schön saftig anzubraten. Weil ich finde, die Röstaroma, die dann da zum Vorschein kommen, die finde ich echt sehr geschmackvoll. Und auch wenn ich Bratkartoffeln am Anbraten bin und ich mache zum Beispiel noch Speck dazu für die Fleischesser unter euch, tue ich die zum Beispiel auch sehr groß anbraten, weil die Röstaroma bei den Bratkartoffeln das den letzten Kick dabei geben. Klar, den Speck, den tue ich zwar jetzt nicht schwarz braten, klar, aber schon ziemlich scharf anbraten. Und ich finde das bei den Zwiebeln ganz genauso, dass das zum Beispiel dem Essen noch so einen kleinen Feinschliff gibt, so den geschmacklichen Feinschliff. Und ja, das ist genau das, was ich so geschmacklich liebe. Und ja. Was ich jetzt auch noch eine sehr tolle Besonderheit am Selbstkochen finde, ist, dass man zum Beispiel, dass es die beste Art ist, um die Qualität ganz einfach zu sichern. Weil bei vielen Fastfood-Produkten oder Fertigprodukten oder bei anderen Produkten ist es halt so, dass es halt sehr viel Zucker drin ist, sehr viel Zerfett drin ist, sehr viel Glutamat drin ist, sehr viel Chemie und. Ja, und das versuche ich zum Beispiel beim Selbstkochen auch zu verhindern. Weil zum Beispiel bei den Glutamaten, Geschmacksverstärkern und Kokagé, das ist zum Beispiel auch sehr häufig auch der Grund dafür, für unreine Haut zum Beispiel. Und das versuche ich zum Beispiel damit zu verhindern.
Ich sehe auch gerade hier in dem Timelapse, während ich zum Beispiel hier erzähle, dass der Backofen mir irgendwie das T-Shirt vom Leib halber reißt und weil da die Luft vom Backofen von unten nach oben kommt und mir das T-Shirt da vom Körper ein bisschen wegholt durch die Luft. Und ja, das fällt mir gerade jetzt erst so im Nachhinein auf. Und ja, und dass mich das ein bisschen dicker macht, als eigentlich tatsächlich bin. Oh Mann. Und ja, das sind so halt manchmal so Gedanken, die mir halt so, während ich zum Beispiel hier im Schnitt sitze, mir dann so manchmal eher so durch den Kopf gehen, auch im Zusammenhang mit Ernährung und Burger gehen. Und ja. Was mir zum Beispiel auch sehr aufgefallen ist, und seitdem ich auch selber koche, dass sich zum Beispiel auch mein Geschmackssinn ein bisschen verändert hat. Dass ich zum Beispiel sehr feiner schmecke. Mir schmecken auch so die Fertigprodukte nicht mehr so sehr. Und weil ich, keine Ahnung, ich finde es sehr intensiv gewürzt und irgendwie mangelhaft im Geschmack so im Allgemeinen. Ich weiß es nicht für die Leute, die auch unter euch frisch kochen, ob ihr das genauso empfindet, aber ich finde das irgendwie, dass die Fertigprodukte halt so im Großen und Ganzen halt mir einfach nicht mehr schmecken. Klar, so an stressigen Tagen. Klar kann man mal auf so also eine Dosensuppe zurückgreifen oder auf so Fertigprodukten oder ähnliches. Klar, aber so im Großen und Ganzen finde ich, dass mir die Fertigprodukte nicht mehr so arisch schmecken. Ihr könnt es ja gerne mal runter in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Was eure Meinung dazu ist, wie ihr zum Beispiel euer Essen zubereitet. Aber ich mag zum Beispiel sehr viel Speisen, die ich zum Beispiel entweder im Wok machen kann oder in der Bratpfanne machen kann. Klar mache ich auch manchmal gerne so Eintöpfe oder Kuchen, aber ich mag mehr so Speisen, die ich mal braten kann. Das ist halt so meine Geschmacksrichtung, die mir halt am meisten schmeckt. Nur was ich halt, wo man halt, ich finde, aufpassen muss, wenn man Sachen anbrät, dass man nicht die ganzen Nährstoffe kaputt brät, finde ich. Also wenn man zum Beispiel Gemüse anbrät, gucke ich immer, dass ich nicht zu intensiv anbrate, damit zum Beispiel die Nährstoffe mit noch drin behalte, die der Körper auch dafür braucht. Und wenn ich zum Beispiel auch anbrate, versuche ich auch Nährstoffe, die mir zum Beispiel in Öl verloren gehen, zum Beispiel irgendwie noch mitzunehmen. Das heißt zum Beispiel, dass ich jetzt nicht das Öl trinke, um Gottes Willen, dass ich die Bratpfanne dann auslecke, um Gottes Willen, versteht mich nicht falsch, sondern ich meine, dass ich das, dass ich mit dem Öl in der Pfanne noch Soßen beifüge. Aber wie ihr gemerkt habt, so viel Öl war jetzt nicht drin, sondern ich habe nur eine normale Menge an Öl genommen, die ich auch wirklich brauche und nicht dann noch 10.000 Mal nachgekippt. Sozusagen, dass es dann nicht nass wird. Und was ich dann auch verwendet habe als Soße hierfür, war von Onkel Bens die Soße, wie ihr gerade auch in der Aufnahme gesehen habt, mit zuckerfrei, und das habe ich dann auch beigefügt. Was zum Beispiel auch Soßen angeht, bin ich manchmal auch sehr, sehr strack. Muss schon sagen, sehr, sehr faul auch, mir die Soßen auch selbst zu machen, ganz ehrlich. Oder so Suppenbrühe selbst zu machen. Klar, wie zum Beispiel Tomatensoße kann man unglaublich schnell selbst machen, zum Beispiel, aber ich will's nicht.
A, weil ich zu faul bin und B, wenn ich zum Beispiel Tomatensauce selbst machen würde, würde ich sie nicht mehr essen. Jetzt nicht, weil ich das schlecht zubereiten würde, sondern weil ich da dann sehen würde, was für Unmengen an Zucker und alles rein kommt. Und ich glaube, dann würde ich es auch gar nicht mehr zu mir nehmen, weil ich dann davon dann so dermaßen erschrocken bin, das ist ekelhaft. Wissen wir, was ich meine? Weil allein schon, dass ich Öl zum Beispiel zum Braten verwende, ist für mich schon so eine Sache, wo ich dann mich manchmal sehr drüber sträube. Und bei der kommenden Sequenz ist es bei mir auch so, dass bei mir da die Kamera überhitzt hat und auch die Kochszene an dieser Stelle bei mir abbrechen wird, und es tut mir auch relativ leid dazu, und wir werden uns dann in der nächsten Szene sehen, wenn ich da mein gekochtes Essen dann auch selbst probieren werde. So, und jetzt möchte ich mal probieren, wie es mir geworden ist, das Essen. Das habt ihr gerade eben, das für den fertigen Teller ja gerade gesehen. Das Gemüse ist mir sehr gut geworden. Durch die Soße von Onkel Ben's, wo ich euch gezeigt habe, hat er so eine saure Note. So eine würzig-saure, geile Note, ne? Schmeckt mir wirklich sehr gut. Und die würzige Note kommt von den Zwiebeln tatsächlich. Jetzt will ich mal gucken, wie mir das Fleisch geworden ist. Oder beziehungsweise Sojaprodukt. Ist ja Fleischersatzprodukt, ne? Kann man auch essen. So. Wenn ihr wollt, könnt ihr das jetzt selbst zu Hause mal nachkochen und mal probieren. Und denkt dran, beim Kochen könnt ihr euch gern ein bisschen austoben. Das macht überhaupt nichts. Probiert gerne mal was aus zu Hause. Wenn es euch nicht schmeckt, wisst ihr fürs nächste Mal Bescheid. Und dann würde ich mich mal für das Zuschauen bedanken. Und bis zum nächsten Mal wieder, eure Grace.